Ja, ziemlich auf Augenhöhe finde ich das gesamte Spiel. Vielleicht in den ersten 20 Minuten war Kiel schon ein bisschen besser, weil wir zu viele Chancen haben liegen lassen und in der Deckung ein bisschen zu passiv gegen die Rückraumwerfer vom THW Kiel waren. Aber dann ging es eigentlich ab dem Unentschieden dann wieder hin und her. Und ja, am Ende ja, muss man schon sagen, dass wir es unglücklich verlieren, beziehungsweise unglücklich unentschieden in der regulären Spielzeit spielen, weil wir eben 20 Sekunden oder 15 Sekunden Verschluss die Chance haben, den Sack zuzumachen. Aber so ist es auch im Sport und so ist es im Finale. Wir hatten auch in der letzter Vergangenheit auch da schon mal ein bisschen das Glück auf unserer Seite, heute dafür nicht und verlieren es dann eben im 7-Meter-Werfen. Trotzdem finde ich, haben wir viele gute Sachen heute gesehen und viele gute Sachen gemacht, aber auch klar und deutlich gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Und blicken jetzt schon nach vorne, weil am Samstag die erste Halbzeit von einem ganz wichtigen Spiel für uns für die ganze Saison ansteht. Ja, morgen haben wir einfach ein Regenerationstraining mit ein bisschen schon Vorbereitung auf Vardeskopje. Dann Freitag fliegen wir nach Skopje, haben Training vor Ort und haben eben dann am Samstag das Spiel.